So, hallihallo. Hallo, herzlich willkommen auf The Sunny Side. Zum letzten Video dieses Jahr. Wir jetzt gerade ist top aktuell. Wir sind ja in unseren Videos etwas hinterher. Ja, wir hinken hinterher. Da sind wir noch in Kolumbien. Wir sind aber mittlerweile in Chile. Und zwar sind wir auf dem Weg nach Santiago de Chile. Da werden wir wahrscheinlich heute Silvester feiern. Also, ihr versteht schon. Ja, aber vielleicht auch nicht. Wir sind ein bisschen langsam. Wir sind ein bisschen langsam. Wir sind halt drei Tage jetzt. Was haben wir heute? Ist der 27. Dezember. Ihr guckt das Video am 29. Dezember. Und wir sind etwas hinterher. Ja, es ist halt hier in Südamerika ein echtes Pain in the Ass, Videos zu schneiden und Videos hochzuladen, weil wir stehen jetzt hier auch gerade schon wieder auf so einem Berg. Es ist überall Sand, es ist überall Staub. Der Computer, der geht komplett am Stock. Und meist hat man auch nicht so gutes Internet. Das ist das nächste Problem. Und genau. Entweder sind die Daten aufgebraucht oder das Internet ist so langsam. Egal, unser Problem, nicht euer Problem. Die Videos kommen peu à peu auf Instagram, falls ihr uns auf Instagram folgt. Da ist alles durcheinander. Wenn ihr uns noch nicht folgt, hier sind unsere Namen. The Sunny Side Phil, The Sunny Side Maya und Caroline Kracht. So genau. Wie sich das gehört. So wie sich das gehört, alles durcheinander. Man findet keinen Überblick. Also da könnt ihr uns folgen, da ist es aktueller. Und natürlich, wo es auch viel aktueller ist, ist in unserem Podcast. Da sind wir nämlich auch viel aktueller. Genau. Das scheint ja an manchen Ecken für Verwirrung zu sorgen. Ja. Aber ich arbeite bei YouTube die Videos nach der Zeit, ja, oder halt chronologisch, zeitmäßig ab und so sind die ungefähr passiert und dann ist die Reihenfolge, aber auf den anderen Kanälen sind wir schon viel früher, weil es einfach so ist. Beziehungsweise beim Podcast oder auch bei Instagram, da machen wir es halt, wie wir es wollen, weil das Problem ist, manchmal haben wir geile Bilder aus einem Land und dann posten wir die und dann merken wir, dass wir irgendwie noch geilere Bilder von einem anderen Land haben. Und dann posten wir die und dann ist das leider nicht mehr so chronologisch. Das Gleiche ist mit den Geschichten. Da kannst du halt einfach, da kannst du nicht nach. Ja, man darf das eigentlich gar nicht so als Chronologie sehen. Man muss das einfach als Geschichte abgeschlossen. So versuche ich auch, die Videos zu schneiden. Ich habe mir noch ein paar neue Videos überlegt, neben den Vlogs, ein paar Track-Videos, wo man einfach Tracks, die wir gefahren sind, die sehr, sehr schön sind hier in Südamerika, die dann einfach zum Nachfahren animieren sollen. Das kommt auch demnächst. Das haben wir auch alles schon im Podcast besprochen und wir haben noch was. 2020 bleibt alles anders natürlich. So eine Reise braucht auch mal ein Ziel. Und unser Ziel ist unten Ushuaia. Und da werden wir auch bald ankommen. Und damit wird im März, nach 3 Jahren, wir sind im März 2017 gestartet, wird im März 2020 die Amerika-Reise abgeschlossen sein. Ja. Also, wir haben ein Ziel, bis März reisen wir noch und dann kommen wir aufs Schiff, das Auto aufs Schiff und wir kommen zurück nach Deutschland. Genau. Eigentlich hatten wir vor, schon innerhalb von 3 Jahren das Ganze geschafft zu haben. Aber es hat jetzt haben wir 3 gebraucht. Ergeben und jetzt haben wir 3 gebraucht. Und deshalb sind wir jetzt auch so ein Fixer unterwegs, weil wir einfach dieses Ziel, man hat uns auch ein paar Mal schon gefragt, ja, warum wollt ihr denn das Ziel erreichen? Lasst doch das Auto irgendwo. Und wir so, ja, nee, weil wir uns vor 2,5 Jahren vorgenommen haben, wir werden mit diesem Auto Ushuaia erreichen. Und das haben wir immer noch vor und das wollen wir auch immer noch erreichen. Und wir sputen uns deswegen so ein bisschen, weil wir haben ja jetzt hier gerade Sommer, wie ihr seht, 28. Ja. Dezember. Ich habe eine kurze Hose an, ich habe ein T-Shirt an, hier ist schön warm und im Februar ist unten in Ushuaia, ist halt wie Alaska, nur im Süden ist es dann auch noch erträglich und vor allem mit unserem kleinen Auto, die Kälte ist halt wirklich pain in the ass und da wird es halt auch richtig windig und schlechteres Wetter und deswegen muss man das halt im Sommer, im Südhalbkugel Sommer machen und das wollen wir dingsen und dann tütteln wir noch mal langsam zurück wieder nach Montevideo, da kommt das Auto aufs Schiff, dann kommt das nach Europa und wir werden auf den, ich weiß noch nicht, auf vielen Messen, ich weiß noch nicht auf welchen allen, aber auf vielen Messen, da werden wir Willi mitbringen, den könnt ihr euch da angucken, genau. Dann könnt ihr euch mal das Auto, wir lassen das dann auch so schmutzig, dann dürft ihr das Auto sauber machen. Ihr dürft es dann putzen.
Wir lassen es mal so, wie es ist, und dann könnt ihr euch angucken, wie ein Auto, das selbst ausgebaut ist, nach 3 Jahren on the road aussieht. Dauerbenutzung aussieht. Und ja. Plus dreckiger Hund andauernd. Das ist der Plan, und wir werden die Videos kommen dann peu à peu. Und wir haben für nächstes Jahr, so viel sei schon mal verraten, ein neues Projekt auf The Sunny Side. Wir werden was Großes starten. Und das kommt dann auf YouTube, und ich glaube, das wird ganz cool. Ich habe da mega Bock drauf. Wir haben super viel Inspiration in 3 Jahren gesammelt, und das gibt es dann nächstes Jahr 2020 hier auf The Sunny Side. Und genau, dann geht es Richtung Osten irgendwann. Weiß ich aber noch nicht wann. Oder Norden. Osten, Norden. Osten, Norden. Osten, Norden. Wir gehen auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall weiter. Wir machen nur einen Break. Ja, man muss auch mal die, wir haben so viele Sachen, die wir gesammelt haben und die wir jetzt verarbeiten müssen, und vor allem, wenn man wie ich Designer ist, und ich muss auch mal wieder kreativ arbeiten, weil ich bin so mit Input, mein Input ist voll, jetzt muss ich Output liefern. Genau, aber das wissen sicherlich die meisten, weil ich glaube, die meisten, die so eine lange Reise machen, kommen immer mal wieder nach Hause. Und von daher kennen das ja die meisten. Ja, da freuen wir uns jetzt auch drauf. Genau. Und jede Reise braucht irgendwie ein Ziel und irgendwie ein Ende. Und das Ende, Ziel ist jetzt zu Ende. Weil wenn man kein Ziel und kein Ende hat, also zumindest geht es uns so, wird man auch verrückt. So, das ist das Wort zum Sonntag. Genau. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Rutsch gut rüber. Genau. Videos aus noch Kolumbien, aus Ecuador, aus Peru, aus Bolivien und natürlich aus Chile und dann aus Argentinien. Guck mal, 6 Länder, das fehlt alles noch. Kommen Wahnsinn. Dann peu à peu. Genau. Hier an dieser Stelle, auf dieser Welle. Habt ein schönes, es ist ein neues Jahrzehnt, steht an. Genau, lasst den Bimbam baumeln, genau. Und auf ein neues Jahrzehnt. The Sunny Side ist jetzt auch 5 Jahre alt. Ja, am 11. Januar, 5 Jahre. Also, Maya. So, Maya muss ins Bett. Maya muss ins Bett. Sag auch noch mal hi. Die hat, hat sie verloren. Hi. So. Und bis zum nächsten Mal. Also. Haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnier-Button. Der Weg lohnt sich, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Ja, komm. Ab da. High five. High five. High five.